Willkommen zurück zu Mario Maker. Heute spiele ich mal einen Troll von Megateffy, der ja auch in 5YMM vertreten war, aber er hat auch ein paar Troll-Level gemacht und das hier soll sogar richtig gut sein. Just a walk in the park. Und das Thumbnail ist auch ein Just Twitch Emote. Man fragt sich ja, ist Toads Haus aus Fleisch oder besteht Toad aus Haus? Was? Ja, darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken, darüber soll man jetzt nachgrübeln, damit man nicht auf die Trolls achtet. Nicht mit mir. Oh, ich werde willkommen geheißen. Und steck direkt mal fest. Ich meine, das hier... Ja, davon war irgendwie auszugehen, oder nicht? Kann ich mit der vielleicht doch was machen? Platz. Eher nicht. Nehm's zurück. Was, wenn man hier einfach nur durchrennen muss? Aber ich will nicht dumm aussehen, deswegen aktiviere ich das mal. Ja. Tja, Ziel nicht erreicht. Ich habe trotzdem dumm ausgesehen. Das heißt, ich kombiniere meine beiden Ideen. Nehme den Pilz, renne aber anschließend trotzdem durch. Ha. Merci beaucoup. Oh, das sieht mal so aus, als wollte ich das auf jeden Fall aktivieren. Da! Möglicherweise sollte ich weniger einfach nur rum... Ach so, warte, hier war ja was. Hier auch? Ich wollte gerade sagen, ich sollte nicht so viel rumstehen und nur Sachen angucken. Aber... Vielleicht... Nein! Geht's hier gar nicht lang? Ich muss Blöcke aktivieren, ich kann's nicht lassen. Ah, nein. Welches Pau möchte ich mir holen? Das da oben sieht irgendwie ungefährlicher aus, weil das... Es spielt überhaupt keine Rolle. Oder? Ich wollte nur sagen, das hier sieht so gefährlich aus, weil es direkt an der Wand liegt. Und da ein Swamp oder so rauskommen könnte. Mal wieder zu clever gewesen. Was muss ich jetzt nochmal machen? Erst das Zeug hier aktivieren? Eigentlich ist es völlig egal, ne? Es kommt nur drauf an, dass ich... Wo dreht das Ding eigentlich um? Oh! Ha! Perfekt. Dann... Nein? Ha! Es kommt wirklich nur drauf an, dass man das richtige Paar nimmt. Und er konnte meine Gedanken lesen und wusste, dass ich zuerst das obere nehme. Sehr gut. Läuft die Blume vor mir weg? Muss ich darauf aufpassen? Was, wenn ich hier hochspringen muss? Wenn es das tatsächlich ist? Ja! Yes! Nice Stein. Okidoki, dann ignoriere ich den Rest jetzt einfach mal. Nicht nur Just ist ein... Trollmaster! Sondern auch ich, ganz offensichtlich. Ich habe es unter Beweis gestellt. Ah, Yoshi mitnehmen? Ich würde mal sagen, eher nicht. Ich glaube, ich habe ein gutes Bauchgefühl heute. Yep! Yoshi hätte mich nämlich da hochtransportiert. Was ist los mit mir? Da langweilen sich ja alle, wenn ich den Trolls ausweiche. Brauche ich hier einen Pilz? Oh. Nee, eigentlich nicht. Oh, was hätte ich denn hier machen sollen? Wahrscheinlich da unten stehen bleiben. Haha. Da habe ich mich einen Moment lang gut gefühlt. Ist das ein Checkpoint-Troll? Und auf der anderen Seite kommt jetzt der Pilz raus? Damit kriegt man mich aber wirklich jedes Mal, ne? Kann ich mir nicht merken. Ja. War ja klar. Dennoch habe ich diesen Raum gemeistert. Ich wollte mir das angucken und gleichzeitig auch nicht. Ich vertraue. Ich vertraue. Yes! Nur... Muss ich hier? Eigentlich muss ich hier doch gar nicht stehen bleiben, oder? Mir den Fisch angucken?
Davon habe ich ja nichts. Okay. Oh nein, ich brauche das Trampolin trotzdem. Der Fisch hat sowas Hypnotisierendes. So, und an den Knochenpanzer komme ich ja gar nicht ran. Der ist nur Bait. Will ich nicht. Nein! What? Das sieht schlimm aus. Da will ich irgendwie nicht hin. Ja, man muss den Fisch nicht abwarten. So, ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, ich hatte nur Glück, dass ich, beziehungsweise, dass mich der Block hier zerquetscht hat und nicht da reingeschoben hat. Das war bestimmt gut. Fragezeichen. Sieht nicht so aus, als wäre da was. Was, wenn es hier doch einen Durchgang gibt? Auf irgendeiner Höhe. Na gut, dann halt nicht. Wäre auch ein bisschen kurz gewesen, oder? Vertrauen? Man kann ihm immer vertrauen. Das war bestimmt noch nicht alles. Ich erwarte einen Kaizo-Block. Ach, das killt einen direkt. Ich beeil mich einfach mal, okay? Bevor hier irgendwas Dummes passiert. Der Schalter ist nur zur Ablenkung. Ich habe keinen Pilz. Ah, ich habe einen Pilz. Was kommt hier? Ich meine, das Trampolin kann ich sowieso nicht mitnehmen, oder? Wenn ich hier unten durch will. No, der älteste Trick im Universum. Und jetzt bin ich doch noch hier gelandet. No, ich komme hier nicht mal raus. Kann man auf die draufstehen? Es bringt nicht mal was. No. Wieso komme ich denn hier aus dieser Ecke nicht raus? Es sieht gar nicht... Hier ist doch so viel Platz, aber irgendwie gleichzeitig auch nicht. Dankeschön. So, nochmal. Yes! Aber das ist auch so ein Anti-Softdog, mit dem wird man mit der Zeit immer besser. Aber es scheinen die einzigen beiden Wege zu sein, die dahin führen. Wie traurig. Ich kann meinen Skill nicht mehr unter Beweis stellen. Oh, dieser zweite Checkpoint hält mich aber jetzt schon... nee, ist das der zweite? Das ist der erste Checkpoint erst. Der hält mich jetzt schon eine Weile fest. Ja, das ist die Bestrafung dafür, dass der erste Abschnitt so glatt lief. Vielleicht hat das auch absichtlich gemacht. Damit man sich erst cool fühlt und dann komplett gecrashed wird. Was war das? Kann man da... Das will ich mir nachher nochmal genauer angucken. Was, wenn er hinter den Launchern der Röhre oder so versteckt hat? Aber ich denke schon wieder zu viel nach. Ja. Hätte ja sein können, dass es auf magische Weise jetzt offen ist und man das nicht mehr versucht. Weil man denkt, es ist zu. Das war... Oh, nee, hier ist nichts. Einfach nur ein Fisch. Ach so, damit man da nicht direkt ohne Trampolin hochspringen kann. Ich verstehe. Sonst könnte man es ja cheesen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Von wegen Trollmaster. Das ist bestimmt nicht der Weg zum Ziel, oder? Mit der da so offen präsentiert wird. Naja, vielleicht ist das doch. Ich sehe keinen anderen Weg. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht war ich nicht geduldig genug. Ich war nicht geduldig genug. So sieht's aus. Das Ding fällt doch 100 pro Runde. Das. Und dann ist da auch noch eine Wippe drunter. Das ist ja doppelt schlimm. Also ich darf mich hier nicht ducken. Dann muss ich hier nochmal was bekriegen. Langsam. Ganz langsam. Einfach so, sicherheitshalber. What? Was ist das? Nein!
Wo kam der her und wieso ist er die Schräge so hochgeslidet? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was für ein Hinterhalt. Okay, pass auf. Ich habe den Omega-Plan. Ich mache mich hier klein, nutze die Unverwundbarkeit. Oh, geht das nicht? Hat man nicht genug Zeit? Das war eigentlich vom Timing her, fand ich das gut gemacht von mir. Aber egal. Plopp. Ich spüre schon, wie ich nachlässig werde. Ja, wenn ich so einen Abschnitt zum 10., 15. Mal spiele, dann werde ich immer nachlässig und fange an, auf Trolls reinzufallen, die, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. LOL, da ist einfach auf einmal instant ein Schlüssel. Auto, lull, walk, don't, run. Halte nach rechts. Gilt das jetzt vom Anfang des Levels oder ab hier? Just do it. Es ist der Anfang des Levels. Ich meine, irgendwie muss der Weltrekord zustande kommen, ne? Was? Wie kann das sein? Oh man. Das funktioniert aber 100% nur, wenn man das Level vorher, wenn man einmal den Loop gemacht hat, oder? Das geht nicht von Anfang an. Jetzt laufe ich hier an dem Fragezeichen vorbei. Ist das wirklich alles? Ich hatte schon ein paar, oder ja, was heißt ein paar? Zwei oder drei dieser Level, wo man am Ende nur ja, irgendwas halten musste und es in Wirklichkeit ein Auto-Level war. Aber das hier war echt gut verkleidet. Das hat man nicht erkannt. Jetzt muss ich das austesten. Ob das von Anfang an funktioniert. Willkommen. Muss eigentlich, ne? Wegen dem Weltrekord. Wow, aber wieso? Irgendwas ist da im Hintergrund perfekt getimed. Was, wenn ich kurz renne? Spielt das eine Rolle? Ah! Lol. Speedrun! Nice! Spielen wir doch einfach noch ein zweites. The Adventures of Dr. Troll. Dr. Troll stirbt viel, weil er immer genau da steht, wo die Fallen sind. Das klingt nach mir. Das habe ich in meinem Lebenslauf stehen. Aber vielleicht ist auch er Dr. Troll. Warte, waren da zwei Thwomps untereinander? Hintereinander? Oder kam der von oben? Ich hab's gar nicht gesehen. Ich renne hier durch. Ach so. Lol. Ich darf einfach nur die Münze nicht einsammeln. Sondern einen sneaky, niedrigen Jump machen. Oh, die Versuchung. Die Versuchung ist so groß. Aber ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich aktiviere den Schalter und hau ab. Ah! Wow. Wow. Das war eine ziemliche, ich weiß nicht, ob man das mitgefühlt hat, aber das war eine ziemliche Achterbahn der Gefühle. Ja, dieses Adrenalin vom Aktivieren des Schalters. Man weiß, jetzt kommt gleich der Kanonenschuss und dann kann ich dem noch ausweichen und das ist völlig egal. Das tut weh. Schlüssel? Ich weiß nicht, was ich machen soll. What? Nein! Heppa. War die blaue Plattform für irgendwas gut oder nur damit man erkennt, was man falsch gemacht hat? Ja. Ich meine, man sieht ja von Anfang an, dass es nichts bringen würde, den P-Switch zu aktivieren. Oh, ich will die Münze so sehr. Aber Münzen haben mich bisher die ganze Zeit nur angelogen, schon von Anfang an.
Ach, ernsthaft? Vielleicht sollte ich den Münzen doch mal vertrauen. Aber hier noch nicht. Ich warte damit noch kurz. Das habe ich eigentlich vorher schon gedacht, weil diese Zementblockwand ist ja prädestiniert dafür, dass sie aufgesprengt wird. Aber das funktioniert erst beim zweiten Mal. Hier habe ich aber alles richtig gemacht. Dann, logischerweise. Obwohl man hier, ja, das ist halt so gedacht, dass man denkt, haha, ich habe alles falsch gemacht. In Wirklichkeit hat man alles richtig gemacht. Ich hätte nicht, oh no. Ich hätte nicht an mir selbst zweifeln dürfen. What? Das war übelst knapp. Die haben mich bis dahin verfolgt und der Pilz war nicht richtig. Aber den Checkpoint habe ich trotzdem. Den kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Zumindest vorläufig nicht. Wir wissen ja alle, was da noch geschehen kann. Ist es ein Checkpoint-Troll und ich brauche den Pilz jetzt doch? Komm, ich mache jetzt einfach mal das. Nein, das ist es nicht. Leider keine Gelegenheit mehr, sich hier nochmal klein zu machen. Dang it. Das war jetzt das erste Mal, glaube ich, nach 100 Leveln, wo ich mal dran gedacht habe, dass nach dem Checkpoint-Tod irgendwas anders sein könnte. Und dann ist es nicht so. Ist das traurig? Das ist wirklich belastend. Schlangenblöcke. Ich meine, Schlangenblöcke sind ja schon von sich aus trollig. Da muss man sich überhaupt keine Mühe geben. Da möchte ich hin. Doch, ich möchte da hin. Ich weiß nie, ob mich diese fallenden Schlangenblöcke... Ah, nein! Erschlagen können. No? Was du nicht sagst. Dieser Fallschirm gibt einem halt nochmal zusätzlich Zeit, um zu überlegen. Soll ich jetzt da weg oder nicht? Ach, hier wär's dann doch durchgegangen, ja? Wie soll man das denn überhaupt machen? Man darf alle Blöcke aktivieren, außer den hier. Natürlich spiele ich überhaupt nicht nach den Regeln. Und aktiviere nicht alle Blöcke. Einfach so. Weil ich's kann. Was? Warum? Na gut, vielleicht wäre im anderen Block ja was Dummes drin gewesen. 1, 2, 3. Ich aktiviere Schalter immer gerne einfach mehrfach. Weil da manchmal was passiert. Oh nein, ist das ein Anti-Softblock, in dem man nichts machen kann? Der wird mich nicht treffen, wenn er durch die Blöcke durch ist. Das kann ich jetzt schon voraussagen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, jetzt wäre ich ja fast durchgelaufen. Ich werde schon wieder nachlässig. So, das sollte eigentlich reichen. Natürlich. Was wohl in dem anderen drin ist? Ein Muncher? Zuzutrauen wäre es ihm. Ich lasse den Knopf los. Der ist draufgesteckt. Bedeutet das, der geht mit kaputt? Das bedeutet, er geht nicht kaputt, ne? Ja. Pass auf. Ja, das ist ja auch, man muss ja gar nicht gedrückt halten bis unten. Es reicht ja einmal und dann rutscht man von selbst durch. Ich will das hier aktivieren. Und wahrscheinlich kommt aus der zweiten Note nochmal ein Pow. Yep. Hab dich. Nein, warum? Hat mich das Ding jetzt innerhalb von 5 Sekunden 3-mal getrollt? Ungefähr. So, nimm ich mit. Nee, ich will das nicht. Das kann da schon drin sein. Nur was Böses.
Vielleicht war da doch nichts Böses drin. Finden wir es raus. Ach, come on. Ja, ich nehme mal an, dafür ist die Stelle mit den beiden Thwomps. Weil es nicht so aussieht, als könnte man da hoch. Die sehen halt aus wie seitliche. Eiks, was zum... Knochenbahn. Alles, was im Baukasten da bei den technischen Sachen ist, ja, auch Klauen und so Zeug, das eignet sich alles hervorragend für Trolls. Das heißt, ich lasse mich jetzt hier treffen und laufe einfach durch. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Und vielleicht, wenn dieser Spike sonst überhaupt keinen Daseinsgrund hat, mache ich mich sogar ganz klein. Wieso? Heute habe ich irgendwie, ne, bei diesen 50-50-Entscheidungen, habe ich kein Glück. Kugel ins Gesicht. Ah, fast hätte ich mich zu lang gespinnt. Vor Schreck, vor diesem Effekt. Ich duck mich einfach so. Es ist sicher nur ein Power-Up-Filter, aber wer weiß. Passiert hier gar nichts. Ich habe jetzt, mir gingen wieder tausend Dinge durch den Kopf, ne? Einen der Thwomps wird zur Seite weggehen oder nach unten. Und da passiert letztendlich einfach gar nichts. Man darf nur nicht warten. Ich gehe. Ja, die sind total harmlos. No, wenn ich... Wow. Wieso werde ich hier angerotzt? Was? Ist das nicht der einzige andere Weg? Vielleicht passiert hier jetzt etwas anderes. Noch fällt kein Fisch? Aha. Lol. Was für ein cooles Level. Es hat Spaß gemacht. Leute, das war's für heute. Wenn ihr auch Spaß hattet, dann lasst mir ein Like da. Oder schreibt mir in die Kommentare, welcher Troll euch zum Lachen gebracht hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.